Aber so grausam bin ich jetzt Erwarte nicht. Euer Kommando! Erwarte euer Kommando! Ich hol lieber die... Bin unterwegs! Auf mein Zeichen! Nachschub. So. Sofort! Schnell! Questbuch aktualisiert, ja. Errichtet ein Lager, nutzt die Kräfte der Runen, um eine Armee zu erschaffen, die den Goblins gewachsen ist. Zerstört mit eurer Armee das Lager der Berggoblins, danach ist der Weg nach Graufurt frei. Es ist nicht mehr weit bis Graufurt, der Weg dorthin führt nach Osten aus den Bergen hinaus. Mhm. Dadurch ein kleines Höhenorklager. Warten wir auf unsere Verstärkungstruppen. Erwarte Befehle! Hier! Ja, ein paar sind angeschlagen. Oh, ich kann ja mal gucken nach Skills. Zielschuss könnte ich zum Beispiel mal reinpacken. Und Berserk eigentlich auch. Ja, verursacht für eine kurze Zeit sehr hohen Schaden mit Fernkampfwaffen der Zielschuss. Hat aber 2 Minuten Abklingzeit. Auf mein Schnell. Zeichen! Und los! Also in erster Vorwärts. Linie gegen was Stärkeres einsetzen. So, die Berggoblins hier, die Höhlenorks hier, besser gesagt. Die Berggoblins haben wir ja schon vernichtet. Bereit! Und los! Verstärkt die Verteidigung! Verstärkt die Verteidigung! Auf mein Schnell. Kommando! Oh, in die Schlacht! Verstärkt die Verteidigung! Vorwärts! Vorwärts! Gut, die Höhenorks haben hier auch noch eine Basis. Verstärkt die Verteidigung! Auf mein Zeichen. In die Schlacht! Was heißt das Nahrungslager und die Wildschweinzucht der Höhenorks ausschalten? Und dann haben wir das zweite Lager hier auch geschafft. Jo. Bereit. Und los! Zur Ehre Aulis! Die Schlagen zu! Hat aber trotzdem noch gereicht, einen Höhenork zu spawnen. Schnell! Sofort! Oh, sie finden immer noch Nahrung. Ja, praktisch. Bringt uns nur im Augenblick nichts mehr, weil... Ja, Cutscene. Orks! Sie brennen alles nieder! Wo sind die Wachen? Helfen uns bei der Verteidigung, schnell! Oder wir sind verloren! Schnell! Ja, Questbuch aktualisiert. Schnell! Ja, beschützt die Dorfbewohner vor dem Angriff der Orks. Höhenorks greifen das Dorf an. Die Wachen sind überrannt worden und die Dorfbewohner sind schutzlos. Schnelle Hilfe ist vonnöten. Ja, sollten wir hinkriegen. Hier gibt's einen kranken Einsiedler. Erwarte euer Kommando. Vorwärts! Verstärkt die Verteidigung! So, die Orks sind down. Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Hoffentlich hört jetzt hier alles langsam auf zu brennen. Ja, der kranke Einsiedler versteckt hier keine Truhe. Aber da oben gibt es noch ein paar Höhlenorks, die eine Truhe verstecken.
So, dann fragen wir mal Bauer Lemuel. Danke. Ohne euch hätte es finster für uns ausgesehen. Die Wachleute können was erleben, diese Saufköpfe. Nehmt dies als Entlohnung. Und bitte entschuldigt die anderen. Die Leute haben etwas Angst vor euch. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Auf dem Weg nach Graufurt. Oh, bis Graufurt ist es nicht mehr weit. Folgt einfach dem Weg den Berg hinauf. Gute Reise. Ja, danke schön. Ja, wir haben einen Rubinring der Magie erhalten. Beliebige Magieart 1. Erhöht Intelligenz, Weisheit, Charisma. Wildlederbeinlinge, solche tragen wir schon. Hier! So, Tombart hat uns nichts mehr zu sagen. Du hast uns gerade auch nichts zu sagen. Mir nach! Und los! Vorwärts! Ja, hier ist auch nichts im Busch. Schnell! Mir nach! Questlog sagt, folgt dem Weg weiter nach Graufurt. Die Stadt ist fast erreicht. Auf den Hängen gen Osten liegt Graufurt. Ja, hier oben. Wir sind also fast da. Bereit! Mir nach! Lass uns aber die Orks da drüben nicht entgehen. Und du, ja, du hinkst ein bisschen hinterher. Folgt mir! Sofort! Mir nach! Und los! Kämpft, Männer! So, dann erledigen wir mal die Orks noch. Für die Freiheit! Sind auf Feinde gestoßen! So. Auf meinen Befehl. Erwarte euer Kommando. Orks sind tot, wir können ihre Kiste plündern. Bin unterwegs. Einfacher Glaubenshelm, sieht lustig aus, eine Übungsklinge. Ja. Auf die arbeiten wir ja hin. Bin unterwegs. Gut. Vorwärts! Was heißt den Weg da weiter? Humpelchen humpelt schon mal in die Richtung. Schnell! Und ja, unsere Jäger finden jetzt kein Wild mehr. Der Stein ist auch schon ziemlich erschöpft. Das Eisen, glaube ich, ebenso. Mir nach. Und los. Schnell. Mir nach. Und los. So, wir haben Graufurt erreicht. Mir nach. Ja, sucht Sartarius. Sartarius vom Ort des Erwachens ist einer von Rons Vertrauten. Er muss die Warnung vor dem Verrat erhalten. Folgt mir. Sartarius? Der bin ich. Und ihr müsst der Runenkrieger sein, den Rohn erweckt hat. Rohn befindet sich in großer Gefahr. Ich muss ihn sprechen. Er brach in Richtung Wildlandpass auf, zusammen mit seiner Leibwache. Die wird ihm nicht genügen. Ein anderer Magier des Zirkels ist hier. Er trat uns in den Bergen entgegen. Euer Bote war ein Verräter. Er führte mich geradewegs zu ihm. Ein anderer Zirkelmagier? Ihr Götter, wer?
Eine dunkle Kapuze verbarg sein Gesicht. Und der Verräter? Tot. Der dunkle Zirkelmagier gab ihm diese Schatulle für die Anführer der Schwarzen Faust. Die Schwarze Faust? Unmöglich. Das würde bedeuten... Zu den Waffen! Zu den Waffen! Höhlenorks! Sie kommen vom Schattenpass her! Orks? Sie müssen euch aus den Bergen gefolgt sein. Rasch! Der Orden muss sich an der Verteidigung beteiligen. Das Stadtgesetz verlangt unser Eingreifen. Übernehmt das Kommando über diese Ritter. Zu eurem Befehl. Folgt dem Soldaten zum Tor. Kehrt zu mir zurück, wenn der Angriff abgewehrt ist. Viel Glück. Folgt mir. Ja, wir kriegen ein paar... Da sind sie! Starke Ritter. Ja, vorwärts. Haltet folgt sie von mir. Der Stadt fern. Vorwärts. Haben aber ja auch noch unsere eigene Armee. Ja, während die Wulfgar Stadtwache hier nicht gerade den besten Eindruck macht. Bleibt standhaft! Auf mein Kommando, mir nach! Vorsicht, Sie sind hier! Ja, auf der einen Seite ist das Tor ein guter Engpass für uns, weil die Orks nicht durchkommen. Auf der anderen Seite verstärkt die Verteidigung. Haben wir ja auch Probleme durchkommen. Auf meinen Befehl, folgt mir. Um den Wulfgar-Soldaten außerhalb helfen zu können. Und ja, Ordensritter haben wir gekriegt, ein paar. Auf meinen Befehl, folgt mir. Einsatzbereit. Gut, wir haben den Angriff abgewehrt. Oh, wir haben Graufurt gelöst. Angriff der Höhenorks. Folgt dem Wachsoldat mit dem Ritter. Der Orden hat einige Ritter abgestellt, um sich an der Abwehr des Angriffs zu beteiligen. Ich soll das Kommando über diesen Trupp übernehmen, bei der Verteidigung helfen. Der Wachsoldat zeigt mir den Weg zum Kampfplatz, da, wo wir reingekommen sind. Die Orks müssen abgewehrt werden, bevor sie in die Stadt eindringen können, haben wir gemacht. Kehrt zu Sartarius zurück. Der Angriff ist vorbei. Nun gilt es, das weitere Vorgehen mit Sartarius zu besprechen. Ja. Reicht eigentlich unser... Erwarte Befehle. Augen offen halten. Ach ja, und die Ritter haben wir auch schon wieder verloren. Oder auch nicht. Die stehen einfach jetzt hier rum. Also ja, sie gehören noch irgendwie mir und ich kann sie steuern, aber in Wirklichkeit werden sie von der KI gesteuert. So, nehmen wir erstmal den Seelenfels ein. Das wäre das Wichtigste so. Gute Arbeit, Freund. Nun lasst uns überlegen, was weiter zu tun ist. Jemand muss Rowan folgen und ihn warnen. Ei. Und ich glaube, ich weiß auch schon wer. Aber zeigt mir zunächst die Schatulle, von der ihr erzählt habt. Hier, der dunkle Magier gab sie dem Boten. Sie enthält die Pläne für einen Angriff. Lasst sehen. Sie ist mit einem magischen Siegel verschlossen. Wenn ihr das Losungswort nicht kennt, wird sie sich nicht öffnen. Kann sie mit einem Zauber aufgebrochen werden? Ja. Jedoch dieses Siegel wurde von einem Zirkelmagier erstellt. Und nur ein Zirkelmagier kann es brechen. Dann muss ich die Schatulle zu Rowan bringen. Ei, seht dies als eure erste Aufgabe als Kämpfer des Ordens. Welchen Weg wird Rowan einschlagen? Er wird wohl zuerst Darius, den Kartografen in Lianon, aufsuchen. Darius hat schon lange von einer Bedrohung jenseits des Passes gesprochen. Dieses Schreiben wird euch das Tor nach Lianon öffnen. Und diese Rune hier mag euch ebenfalls nützlich sein. Fragt Darius nach Rowans Verbleib. Sucht Rowan und warnt ihn. Wenn der dunkle Magier ihn zuerst findet, dann mögen die Götter uns gnädig sein. Ja. Gut, wir können jetzt Fragen stellen. Fangen wir mal von oben an. Was ist die Schwarze Faust?
Die Schwarze Faust ist eine Bande von Söldnern und Plünderern unter der Führung eines Kriegsveteranen namens Brannigan. Bislang waren sie nur eine Bande von Räubern, ein Ärgernis, nichts weiter. Doch seit einigen Wochen gehen beunruhigende Berichte ein. Man erzählt von ganzen Heerscharen, die sich unter ihrem Banner sammeln. Ausgestattet mit besseren Waffen, stärkeren Rüstungen und neuen Befehlshabern. Irgendjemand unterstützt sie. Jemand mit viel Geld und Einfluss.